Servus Leute, die Box hier habe ich schon eine ganze Weile bei mir rumliegen. Das ist so ein Ambilight-Nachrüstset. Die echten Ambilight-TVs gibt es ja nur von Philips und ich habe mir jetzt mal eine günstige Alternative besorgt, weil mein Fernseher eigentlich noch ganz gut ist. Das habe ich über AliExpress bezogen und hat ungefähr so 69 Euro gekostet. Müsstet ihr dann gegebenenfalls mal schauen, was es da gerade für ein Angebot gibt. Ich packe die Box einfach mal aus. Also in diesem Set drin ist hier eine Anleitung. Die ist leider nur auf Englisch. Und ja, ihr werdet es ja dann auch gleich sehen, weil ich das Ding dann auch zusammenbaue und mal einschalte. Und da könnt ihr euch wahrscheinlich die Anleitung sparen. Hier ist der eigentliche LED-Strip, der dann hinter den Fernseher kommt. Wenn man hier so schaut, ja, das ist ein USB-C-Anschluss, das finde ich schon mal sehr nice. Das ist schon mal ein bisschen neuere Technik und nicht halt so ganz veraltet. Und der Streifen sieht dann so aus. Sieht ganz gut aus. Hinten dran ist anscheinend so ein doppelseitiges Klebeband von 3M, um den LED-Streifen dann an den Fernseher zu kleben. Werde ich gleich mal testen, ob das auch lang genug ist. Dann ist dabei noch ein HDMI-Kabel. Das Kabel selbst ist ein bisschen, ja, ist jetzt nicht die beste Qualität, glaube ich. Das Kabel kommt mir ein bisschen sehr störrig vor und so. Da habe ich schon bessere gesehen. Und das hier dürfte das Kernstück von der ganzen Anlage sein. Das ist diese Sync-Box. Die sieht so aus. Auf der einen Seite sind zwei also ein HDMI-Eingang, ein HDMI-Ausgang, dann ist ein Reset-Knopf, dann ist ein Knopf, wo der nicht beschriftet ist, weiß ich jetzt auch nicht, was da gut ist. Dann ist noch mal hier ein TV-Micro-USB-Stecker dran und das ist dann die andere Seite. Da ist ein DC-Eingang. Und ein Eingang für LED-Strip und Light und ein Eingang für Lightbar. Also wahrscheinlich brauche ich nur den für LED-Strip, dann diesen Eingang. Und hier dürfte noch eine LED sein für Wi-Fi und für Auto. Und hier ist noch ein Mikrofon eingebaut. Das hier ist das gute Netzteil, was dabei war. Kann man irgendwas erkennen? Ja, ist auf jeden Fall ein Switching Adapter, 1 Ampere, 12 Volt. Jo, ich hoffe mal, er passt. Auf jeden Fall passt schon mal der Stecker und das ist ja sehr gut. Dann sind noch diese Klipse hier in der Box drin. Die sind wahrscheinlich dazu zu verwenden, um das Kabel so ein bisschen um die Kurve zu leiten dann. Also um den LED-Strip so ein bisschen um die Kurve zu lenken. Sie sind aber sehr klein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut man die verwenden kann. Das ist ein bisschen mickrig. Habe ich in anderen Boxen schon mal größere gesehen. So, jetzt habe ich noch mal kurz das User Manual rausgeholt und nachgeschlagen, wie man das Set installiert. Es ist so, ihr müsst aufpassen, bevor ihr es bestellt, dass ihr die richtige Größe kauft, weil das Set ist speziell dann angepasst auf eine Größe von Fernsehapparaten. Ich habe 55 Inch bei mir und habe auch das Set bestellt. Das passt also. Und wenn ihr das installiert, passt drauf auf, wie die Reihenfolge hier ist. Also es gibt da quasi eine genaue Reihenfolge, wie man die Strips aufklebt. Und ich habe die mittlerweile auch schon mal ein bisschen abgewickelt. Die haben an der Kante haben die so ein schmaleres Teil, um die Ecke zu kommen. Das finde ich ziemlich cool und praktisch, weil ich habe auch schon andere Sets gesehen, die hatten das nicht und da musste man quasi den LED-Strip dann irgendwie so biegen, dass der um die Ecke gegangen ist. Und das hat man hier halt hier nicht das Problem. Und ich sehe das so, dass man dann im Fall, wenn man um die Ecke geht, kommt dann hier nochmal so ein Clip an das Kabel und das Kabel wird dann nach innen quasi gebogen, um
und an den quasi dieses Eckkabel und wird dann an den Fernseher geklebt, dass es nicht nach außen absteht. Aber ihr könnt das jetzt auch gleich nochmal sehen, wenn ich das installiert habe. Ja, hier ist die Hauptsache, dass es nicht übersteht, halt hier, dass hier oben rausguckt. So, ich stecke das jetzt mal ein. Ich habe es hier so ein bisschen provisorisch erstmal angeschlossen. Also hier ist quasi das HDMI-Kabel, was von meiner Android-Box kommt. Und hier ist das RDMI-Kabel, was dann zum Fernseher läuft. Hier wird der LED-Strip angeschlossen. Und ich stecke jetzt mal hier das rein. Es ist kurz mal angegangen. Und jetzt muss ich das Gerät mit meiner Smart Life Home App verbinden, erstmal, um quasi die Box zu konfigurieren. Also es ist direkt gefunden worden, das ist jetzt hier die Smart Life App. Und da ist jetzt hier unten T-Housing Backlights. Ich drücke einfach mal auf Hinzufügen. Also jetzt habe ich mein WLAN-Passwort eingegeben und jetzt findet quasi die Installation statt. Ein Gerät erfolgreich hinzugefügt und dann drücke ich mal Fertigstellen. Ah, cool. Jetzt habe ich hier so eine richtige App und kann hier verschiedene Modi einstellen. So, wir haben uns jetzt schon ein bisschen in diese App hier reingefuchst und können das ein bisschen besser erklären. Das ist so, hier sind quasi die Hauptmodi. Hier oben sieht man das Video, Music und Weitfilm. Video ist jetzt, wenn man sich einen ganz normalen YouTube-Film anguckt, ihr könnt es im Hintergrund sehen, da läuft jetzt ein Film. Und ja, die Intensität des Lichts kann man bestimmen über diese drei Symbole. Im Moment ist es auf High eingestellt. Ich finde das High eigentlich ganz angenehm. Also da geht halt auch wirklich was ab. Teilweise flackert es aber dann bei schnellen Bildübergängen. Wenn man einen Film schaut, der schnelle Schnitte hat oder wo es sehr abwechslungsreich ist, ist vielleicht angenehm, wenn man Low nimmt. Dann ist das alles ein bisschen zurückgenommen, diese Effekte. Und hier unten an diesem Regler kann man die Intensität einstellen. Das reagiert aber erst, wenn man natürlich dann ein bisschen losgelassen hat. Also jetzt ist es auf ganz low und das ist jetzt eine sehr hohe Intensität. Und wenn man das jetzt noch verknüpft hier mit High hier oben, das macht es dann auch noch heller. Also das ist jetzt quasi die maximale Aussteuerung, die man nehmen kann. Ich habe es auch schon getestet. Ich habe allerdings jetzt keinen Film da, der in diesem Weitformat aufgenommen ist. Das heißt, man hat dann quasi oben und unten einen schwarzen Balken. Da muss man hier auf Weit drücken und das funktioniert hervorragend. Das haben wir schon getestet. Das geht also auch. Weiterhin gibt es noch dann die Funktion Color. Das ist dann ein statisches, quasi eine statische Farbe. Das kann man machen, wenn man jetzt den Fernseher auslässt und quasi einfach nur eine coole Hintergrundbeleuchtung in seinem Wohnzimmer haben will. Und ja, dann kann man hier auf dem Rad ja, jede beliebige Farbe auswählen erstmal. Und hier natürlich auch wieder die Intensität. Ich mache jetzt mal hier maximal. Also man muss sagen, es ist wirklich richtig hell. Also da braucht man fast sonst keine Lampe mehr in seinem Zimmer. Und dann hat man als erweiterte Funktion auch noch mal hier dieses quasi in Modus. Das sieht man jetzt vielleicht gar nicht so gut. Ich mache mal den Fernseher schnell aus. Also dann hat man hier noch mal so, ja, so Ambient
Farbmodi fürs Wohnzimmer. Also das finde ich ziemlich cool, sieht ziemlich bunt aus. Dann hat man noch Rainbow, also es ist quasi, es ändert sich. Ja, es sind halt verschiedene Farbmodi, die man dann abspielen kann. Creamy, Dynamic. Oh, das sieht halt auch, ja, also man kann das quasi auch im Club, könnte man sich gut vorstellen, wenn man das irgendwie als, ja, dann im Hintergrund laufen lässt. Ja, ich gehe jetzt hier aber nochmal auf Ambilight. Und die eine Funktion, die ich jetzt noch nicht vorgestellt hatte, ist Music. Und da ist dann ein Mikrofon in der Box drin. Und ja, das ist dann wie so eine Lichtorgel. Man kann jetzt mal, vielleicht können wir es nochmal gucken, wie das dann aussieht. Ja, also jedes Mal, wenn man was sagt, dann geht natürlich hier das Licht an. Ich habe es auf Around eingestellt. Man kann das aber auch dann auf Left-Right machen, dann geht nur die rechte und die linke Seite schlägt dann aus. Und man kann auch UD machen, dann ist nur ja, oben und unten. Und das geht dann von der Mitte so zur Seite raus, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, auch eine richtig coole Funktion. Und dann hat es hier noch Settings. Man kann einen Test machen. Da kann man hier noch irgendwelche Quellen einstellen. RGB. Also, ich habe jetzt BRG eingestellt. Und jetzt mache ich mal RGB. Ja, hat sich jetzt, glaube ich, nicht groß geändert, deshalb. Und dann kann man hier noch Color Compensation machen. Also, wenn einem der Farbton zu unnatürlich erscheint, kann man noch, oder bestimmt, wenn man bestimmte Farbtöne nicht mag, kann man die noch hier zurückstellen. Ich habe jetzt nochmal eine interessante Einstellung gefunden, die ich euch nicht vorenthalten will. Das ist, wenn ihr hier wenn ihr in die App geht zu den Settings und SyncTV Switch aktiviert hier und gleichzeitig ein USB-Mikrokabel an die Box anschließt und quasi an euren Fernseher. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe da mal von aus, dass euer Fernseher auch oder mehrere USB-Ausgänge hat. Und dann schließt ihr einfach quasi über ein Micro-USB-Kabel die Syncbox noch an den Fernseher an. Und dann, das geht jetzt tatsächlich, ich will es euch jetzt nochmal zeigen, dann könnt ihr, wenn ihr euren Fernseher einschaltet, geht dann automatisch die Syncbox an. Die ist dann quasi wie mit dem Fernseher gekoppelt. Also total cool. Also jetzt nochmal hier so ein kleines Fazit von diesem Ambilight. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es hat super viele Funktionen. Ich habe jetzt auch nur mal angerissen, welche Funktionen das hat. Ihr könnt, falls ihr Fragen habt, auch gerne nochmal in die Comments reinschreiben. Dann will ich auch nochmal gerne die Fragen beantworten dazu. Also klare Kaufempfehlung. Ich hoffe, euch hat das kurze Video, ist wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen länger geworden, gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch mal wieder bei mir auf dem Kanal sehe. Also, bis dann, haut rein, ciao.